Über das Gerüst kommen wir hoch, Chat. What the fuck? Ich hab eliminieren gedrückt! Wo denn her? Dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Na, Höhenangst? Aber die Trophy fehlt noch, weil ich glaube, hier müsste noch irgendwo ein Schnellreisepunkt sein. Der Rest ist alles aufgedeckt. Außer hier. Da komme ich mit einer Quest hin. Wenn ich jetzt hier runterspringe, wo springe ich denn dann hin? Ah. Ich hätte ja gesagt, wir reiten da noch fix hin. In das Gebiet, wo ich noch nicht war. Und gucken. Was, Leute? Hey! Ich häute dich, wenn ich dich finde. Es gibt einen Freundepass. Es braucht nur einer das Spiel, aber der Freundepass kann nur einmal genutzt werden? Was? Man muss das Spiel dann. Nee, am Stück durchspielen ist auch Quatsch. Aber wahrscheinlich kannst du das dann nur mit einem Freund spielen. Na, das Buch, das ist irgendwo. Also, wir können mal gucken, aber das war irgendwo. Eine Treppe runter und ich weiß nicht, ob da auch noch Gegner warten. Aber wir können mal gucken. Augenblick. Jetzt ist wieder 58 Meter unter mir. Also nicht 58 Meter unter mir, aber nicht auf meiner Etage, quasi. Oh, was ist das für ein Vorhang? Was ist das für Kerker? Tiefer.
Hä? Noch tiefer geht nicht. Irgendwo eine Wand, die man bewegen kann? Nee. Geh falscher Weg. Du musst die aktuelle Testversion runterladen und die wird dann ungültig? Okay. Dann halt nicht. Naja, warte, jetzt immer dabei. Weiß nur nicht, wo ich dann hin muss. Also wie ich dort reinkomme. Wahrscheinlich unten durchs Haupttor. Aber da werden ja noch ein paar Leute sein. Schon ganz gut aufgeräumt hier. Aber ein paar Leute sind noch da. Ich muss ja 75 Wachen mit Wurfmessern töten. Das war nicht die Wache. Kann ich die nicht mehr auffüllen hier? Toll, jetzt habe ich keine Wurfmesser mehr. Cool, warte. Eins. Zwei. Hä, wo sind die anderen hin? Hallo Theron, ich wurde um meine Wurfmesser gebracht. Also hier geht's auch nicht rein. Aber weiß ich jetzt auch nicht. Oben die Ölfässer kann ich halt nicht tragen, die sind zu groß.
Geht in die Küche, holt für Kupfermünze ein paar Haushaltsmesser. Ja. Hier gibt es auch keinen Eingang, keinen Taucheingang. Ja, mit einem Buttermesser, dass es so richtig wehtut, weil es übelst stumpf ist. Oh, da geht's rein. Chat. Weiß zwar nicht, ob es dahin führt, wo ich hin will. Aber hier geht's rein. Klauen. Fischmesser finde ich gut. Ah, an Kraft soll es mir nicht fehlen. Der Weg ist doch das Ziel. Ja, cool. Cool, dass ich jetzt hier hinten rausgehen kann. Wo direkt eine Wache steht und guckt. Oh, hier geht's noch lang. Schlüssel. Irgendeiner von denen hat einen Schlüssel. Erinnerungen einer Konkubine. Ich hielt es für eine Ehre, erwählt zu werden. Nun weiß ich, dass aufzusteigen auch bedeutet, zur Einzelkämpferin zu werden. Trotzdem finde ich Trost im Schlafgemach des Kalifen. Nicht durch den Mann, sondern durch seine Bücher. Mein Liebling ist Abu Nuwas. Sein Werk wurde aus der Bibliothek gepflückt, so wie ich aus dem Harem gepflückt wurde, um dem Gemach des Kalifen etwas Glanz zu verleihen. So trösten das Buch und ich, beide unserer Gefährten beraubt, uns gegenseitig mit Worten über die Einsamkeit hinweg. Ja, Bücher tun was Gutes. Bücher sind für uns da, wenn sonst niemand da ist. Sadiki, ich brauche deine Augen. Ich muss wissen, wo der mit dem Schlüssel ist. Oh, Chat. Lasst uns auf diesen Balkon gehen. Irgendwie. Hier will er nicht hoch. Ah!
Das klingt ein bisschen traurig. Bücher sind wie Freunde. So, du kannst mit Büchern alles vergessen, was dich traurig macht. Du kannst die Geschichten anderer erleben. Bücher sind toll. Ich bin hier nur in der Situation, wenn ich jetzt dort hochkletter. Sehen die mich alle? Das mit dem Mordwerkzeug habe ich jetzt noch nicht getestet, Theron. Aber wenn du sagst, es funktioniert, dann glaube ich dir das mal. Also das Buch ist auf meiner Etage. Wette mit euch, am Ende komme ich hier mit irgendeiner Mission noch hin. Basim! Ja gut. Dann nicht. Ich mach das ein andermal. Ist mir jetzt zu kompliziert. Lass uns lieber hier abhauen. Irgendwo lang, wo es sicher ist.